is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Was die Ewigkeit für die Erlösten bereithält. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Alle Schätze des Universums werden den Erlösten als Forschungsgegenstand zur Verfügung stehen. Von der Sterblichkeit befreit, werden sie sich auf ihren Flug zu fernen Welten machen, ohne dabei müde zu werden, zu Welten, die entsetzt das Trauerspiel menschlichen Leides beobachten und in denen freudige Lieder widerhalten, wenn immer eine Seele gerettet wurde. Mit unbeschreiblicher Freude werden die Kinder der Erde die Freude und Weisheit ungefallener Wesen genießen. Sie teilen einander die Schätze des Wissens und der Erkenntnis mit, die sie in vielen Zeitaltern der Betrachtung von Gottes Schöpfungswerk gewonnen haben. Mit ungetrübtem Blick schauen sie gebannt auf die Herrlichkeit der Schöpfung, auf Sonnen, Sterne und Systeme, die alle in ihrer festgelegten Ordnung um den Thron der Gottheit kreisen. Auf allem, vom kleinsten bis zum größten, steht der Name des Schöpfers geschrieben, und in allem ist seine Macht überreich dargestellt. Die Jahre der Ewigkeit verfließen und bringen dabei immer reichere und noch herrlichere Offenbarungen von Gott und Christus. Während die Erkenntnis wächst, wird auch die Liebe, die Ehrfurcht und das Glück sich steigern. Je mehr die Menschen über Gott erfahren, desto mehr werden sie seinen Charakter bewundern. Wenn Jesus den Erlösten die Schätze der Erlösung eröffnet, die erstaunlichen Leistungen im großen Kampf gegen Satan, werden ihm die Herzen noch inniger hingegeben sein. Noch freudiger werden sie in die goldenen Hafen greifen. 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Stimmen werden sich zu einem mächtig anschwellenden Dankeslied vereinen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Universum ist jetzt rein. Ein einziger Pulsschlag der Harmonie und das Glück lebt in der riesigen Schöpfung. Von ihm, der alles tut, strömen Leben, Licht und Freude durch alle Gebiete des unbegrenzten Weltraums. Vom winzigen Atom bis zur größten Welt erklären alle Dinge, die Belebten und die Unbelebten, in ihrer makellosen Schönheit und vollkommenen Freude. Gott ist Liebe.